Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video vom Sportprozenter Hannover auf unserem YouTube-Kanal. Heute zeigen wir euch die Quicksilver 905 Weekend auf dem Wasser. Kalle, ja, ich glaube, das Boot hatten wir schon. Ja, das stimmt. Aber im Schneeregen. Drei, vier Videos zuvor, genau. Ja, damals im Schnee als Interieurtour. Jetzt liegt das Boot endlich im Wasser und wir können euch zeigen, wie das Boot auf dem Wasser unterwegs ist. Wie auf jedem Boot ist das hier natürlich mein Lieblingsplatz. Ja? Also der Steuerstand von Quicksilverbooten, ich liebe das einfach. Das ist schön aufgeräumt, das Gelcoat in dunkelgrau, das sieht einfach sehr sportlich, sehr, sehr angenehm aus, reflektiert auch nicht in den Scheiben, der dunkle Gelcoat. Wirklich schick gemacht, auch schön aufgeräumt. Wir haben hier den 9 Zoll Kartenplotter von Simrad drin. Wir haben hier oben am Panel verschiedene Funktionen wie Hupe, Navigationsbeleuchtung, unsere Bilgenpumpen. Die können wir hier manuell starten, die natürlich auch automatisch sind bei Bedarf. Scheibenwischer haben wir hier und eine Waschanlage für die Windschutzscheibe. So, dann haben wir darüber hinaus natürlich noch das Bugstrahlruder von Vetus hier eingebaut, die elektrische Ankerwinch und wir haben auch einen Deckscheinwerfer hier an Bord. Finde ich übrigens bei so einem Boot echt angebracht, denn man kann ja mit dem Boot auch bei schlechtem Wetter und auch im Dunkeln noch unterwegs sein. So, darüber hinaus haben wir natürlich hier unsere Mercury Smartkraft Instrumente, drei an der Zahl. Wir haben natürlich für jeden Motor ein Drehzahlmesser und in der Mitte haben wir die Geschwindigkeitsmessung. Super gemacht ist, dass wir den Bordcomputer abrufen können auf der einen Seite und der ist synchron auf der anderen Seite mitgeschaltet. Das heißt also, wir haben ja die Trim-Einstellung, wir haben die Voltanzahl der Batterien, wir haben die Durchschnittsverbräuche und alles wird mir synchron auf beiden Instrumenten für beide Maschinen hier angezeigt. Das finde ich echt cool gemacht. Hier haben wir noch ein Funkgerät eingebaut in dieses Boot von Simrad. Das lässt sich wunderschön hier oben, ich nenne das mal in dieses Fach einbauen. Hier ist eine Montageluke, wo die Monteure wunderbar rankommen, um es hier drin zu befestigen. Die Sprechmuschel, so nenne ich das Gerät, können wir schon hier oben aufhängen. Klasse gemacht, alles sehr übersichtlich für den Fahrer, gut zu erreichen. Also, wie ich immer sage, ergonomisch. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Freund bei diesem Boot von einer Doppelmotorisierung bin. In diesem Fall eben die Mercury F200. Jede Maschine mit 6 Zylindern ausgerüstet und 3,4 Liter Hubraum. Also hier ist ordentlich Schub und ordentlich Kraftreserven vorhanden. Dabei geht es ja gar nicht immer um die Endgeschwindigkeit bei einem solchen Boot. Denn ich glaube, dass man mit diesem Boot mehr so im Bereich des Wasserwanderns unterwegs ist, dass man Drehmoment benötigt. Und jetzt kommt das Wichtigste aus meiner Sicht, in langsamer Fahrt eine gute Manövrierbarkeit. Was bedeutet das? Wenn ich zwei Propeller im Wasser habe, habe ich natürlich doppelten Grip im Vergleich zur Einzelmotorisierung. Wenn ich Fahrt habe, das heißt also so irgendwo bei 20, 25 km/h, spielt das keine Rolle. Aber es geht um das Hafenmanöver, es geht beim Anlegen an der Tankstelle und solche Geschichten. Und da ist aus meiner Sicht die Doppelmotorisierung ein ganz, ganz klarer Vorteil im Vergleich zur Einzelmotorisierung. Ich habe mich ja geoutet, dass der Steuerstand in der Regel mein Lieblingsplatz auf einem Boot ist. Aber Ralf, mal ganz ehrlich, das ist auch nicht schlecht. Also von mir aus können Sie da hinten gerne steuern. Ich würde da vorne bleiben. Also auch für breite Leute findet sich hier genügend Platz. Oder drei. Um hier zu chillen. Also mit drei Personen kann man hier durchaus liegen. Das ist eine schöne Länge, die wir hier vorne haben.
Aber wir haben natürlich nicht nur hier vorne was zum Chillen, sondern hier gibt es auch ein bisschen was Funktionelles. Zum einen haben wir da vorne natürlich einen riesengroßen Ankerkasten, der zum einen mit einem schönen Druckstoßdämpfer gehalten wird und einen riesengroßen Ankerkasten. Das Ganze natürlich wieder mit einer Dichtung abgelegt bei Quicksilver, damit kein Wasser eindringen kann. Wir haben jetzt in dieser Variante 50 Meter Edelstahlankerkette in Niro und aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen überdimensioniert 20 Kilogramm Edelstahlanker. Also 10 tun es vielleicht auch. Der sieht schon sehr gewaltig aus, aber natürlich funktionell. So, wenn wir schon beim Anker sind, haben wir schon gesagt, wir haben eine elektrische Ankerwinch an Bord. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir diese elektrische Ankerwinch von hier vorne bedienen können. Was den riesen Vorteil hat, wenn ich allein unterwegs bin, habe ich natürlich hinten am Steuer das Problem, ich sehe nicht, wie weit der Anker schon hoch ist. Und damit der hier nicht mit Vollkaracho hochklatscht, kann ich den von hier vorne bedienen. Perfekt. Besser geht's nicht. Damit es auch ein bisschen schön aussieht, haben wir hier noch eine kleine LED-Beleuchtung. Natürlich auch die Navigationsbeleuchtung. Ja, und ansonsten viel, viel Platz. Schönen Ausstieg nach vorne hätte ich noch, wenn ich nach vorne rausgehe. Selbstverständlich. Wie geht der? Okay, das musst du wegschneiden. Keine Ahnung, wie der funktioniert. Das schneide ich auf gar keinen Fall raus. Doch, das musst du rausschneiden. Ah. Nochmal? Nee, das bleibt so. Wenn ich nach vorne aussteigen möchte, kann ich natürlich dieses Bändchen hier, die Sicherungsbändchen, auch leicht entfernen und kann so nach vorne aussteigen. Man kann auch drüber steigen, aber ja, es ist Stolperfall ein bisschen. Ne? Ja, das ist durch den riesen Anker natürlich nicht ganz einfach vielleicht, aber schöne große Reling, hochgezogen, toll gemacht. Jetzt sieht man auch den Suchscheinwerfer von hier ganz schön. Ja, und das Gangboard ist schön breit, kann hier gut dran lang gehen, also relativ gut dran lang gehen. So gut eben gehen kannst du ja, ja. Und durch das breite Gangboard bin ich sehr schnell wieder am Steuerstand zurück und kann über die Seiteneinstiegstür direkt wieder das Kommando übernehmen. Toll gelöst. So, des Weiteren hier drin, haben wir euch noch nicht gezeigt, die schöne Sitzgruppe, die Kabinen, WC-Raum, das machen wir jetzt, wenn Ralf reinkommt. Auch kein schlechter Platz hier. Ja, nur schöne Plätze. Vis-à-vis zum Fahrer. Seitenfenster, das ich natürlich öffnen kann. Und auch schließen, wie man sieht. Ja. Lässt sich gut betätigen. Wir haben in der Decke haben wir 4 LED-Lampen. Lautsprecher selbstverständlich. Ja, und dieser Bereich lässt sich auch umbauen zu einem Liegeplatz, also zu einem erweiterten Schlafplatz. Und die Sitzbank lässt sich so einstellen, dass wir auch nach vorne rausgucken können. Würde ich aber persönlich nie machen, oder? So, wenn man mal länger fährt. Ja, kann man machen. Kann man machen. Das ganze Boot kann man machen. Auf der Steuerbord der Kajüte, der Kabine, haben wir den kleinen Küchenblock, der schön durch eine Abdeckplatte abgedeckt ist. Dann haben wir einen 2-Flammen-Gaskocher, warmes Wasser zum ordentlichen Abspülen und ein kleines Spülbecken. Ein bisschen Ablagemöglichkeit haben wir selbstverständlich auch. Das hier ist ein Clou. Ich nenne das immer Gewürzfach, weil das wirklich nicht tief ist. Aber für Gewürze abstellen ist das optimal. Dann haben wir unseren hervorragenden Kühlschrank. 52 Liter mit Gefrierfach. Und, naja, hier haben wir jetzt Gasabsperrhahn. Und wir haben noch 3 weitere Schubladen für Besteck, Geschirr und ein etwas tieferes für Kochtöpfe, Pfannen etc. So. Unter den Sitzflächen haben wir natürlich auch nochmal Staumöglichkeiten. Also die sind wirklich in der 905 gut dimensioniert. Für 2-3 Personen ja, oder 4 Personen geht das wirklich. Ich habe ja hier gerade den Kofferraum aufgemacht, um die Fender reinzuschmeißen. Da kann man ja drin wohnen. Ja, du kannst ja drin. Wir waren ja früher beide Kellerkinder. Das stimmt. Ja. Okay, also hier haben wir einen schönen Raum. Schiebedach haben wir natürlich auch. Hier haben wir noch die Möglichkeit, ein Moskitonetz aus dem Rollo zu ziehen. Ah ja, sehr schön. Mach mal Schiebedach zu. Dann geht das Ganze. So. Und dann hast du eine bessere Beleuchtung, ne? Bei der Kamera. Wunderbar. Unser WC-Raum
in Stehhöhe mit einem natürlich CWC und den, der 905 als elektrisches. Das heißt, das Pumpen, Wasser rein, Wasser raus, in den Fäkaltank fällt weg. Dann können wir natürlich auch drin duschen. Weiß ich mal nicht, ob ich das machen würde. Wieso denn nicht? Ah, ich bin da immer so ein bisschen pingelig. Wieso? Wo ist es denn? Ja, weiß ich nicht. Ich würde in so einem engen Raum nicht duschen. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an, wenn du im Wasser warst. Ja, das mache ich hinten. Salzwasser? Ja, ruhig, kann man natürlich auch. Ja. Also, ist es machbar. Live will es mal ausprobieren, ich mache es nicht. Definitiv. Spiegel haben wir natürlich auch drin und eine Beleuchtung unter der Decke mit einer kleinen LED-Lampe ist natürlich auch vorhanden. So, dann klappen wir mal dein Töpfchen hoch da. So, das WC haben wir hier. Und für Belüftung haben wir natürlich noch ein kleines Fenster mit Moskitonetz. Kleine Schränkchen. Ja, ein bisschen Badezimmerutensilien unterzubringen. Was hier seitens des Herstellers, was hier meines Erachtens vom Hersteller fehlt, sind so ein paar Häkchen oder so. Ne? Dass man hier ist zwar was, aber das ist eher für die Dusche dann zum Einhängen. Ja, so man so Waschtasche kann man hinhängen ja kann oder Handtücher. Ja, kein Problem, ne? Ja, mit so Klebern oder so. Ja, ne? Sicher, wer das will. Ja. Im Bugbereich haben wir das große Bett. Das ist jetzt zusammengeschoben, das kann man jetzt auseinanderziehen noch gleich, dann wird es nochmal um die 20 cm länger. Und schöne Beleuchtung haben wir hier drin natürlich auch, und zwar in zweifacher Form. Wir können einmal so ein bisschen eine indirekte Beleuchtung hier drin einschalten. Gefällt dir wieder, das ist ne? Schön. Der Beleuchter kommt wieder durch. Und natürlich auch Spots, die nochmal einzeln weggeschaltet werden können. Mach mal alles an, bitte. Sehr gerne. So. Das andere auch. So. Und rede weiter. Rede weiter, ist gut. Ja, ein schönes Plätzchen zum Schlafen. Musik haben wir hier noch drin, zwei Lautsprecher, die wir auch wegschalten können, oben am Steuerstand. Und natürlich darf nicht fehlen das Bugfenster, auch Notausstiegsfenster genannt. Finde ich immer Horror, ja, aber wird eben auch so genannt. Und als Option haben wir hier noch das Lupenrollo. Einmal zum Verdunkeln. Wir haben die Polster oben drauf liegen, deswegen kommt da jetzt gerade kein Licht. Einmal als Moskito jetzt, genau. Ziemlich dunkel da draußen schon. Nein, genau, oben liegen die Polster auf. Also das ist echt schön gemacht. Das ist immer alles schön gemacht bei dir. Ist auch schön gemacht. Und cool. Cool habe ich relativ wenig gesagt heute. Das stimmt. Ja. Gehen wir in das zweite Schlafzimmer. Cool, ne? Nein, nehmen wir mal ins andere Schlafzimmer. Cool. Was auch schön ist, wir haben hier ein Deckenlicht. Also eine Glasfront sozusagen, die unterhalb der Windschutzscheibe ist. Somit kommt hier ein bisschen Tageslicht rein. Natürlich kann ich dieses Fenster auch mit einem Vorhang zuknüpfen, wenn ich also morgens nicht geweckt werden möchte. 12-Volt-Stecker, USB, 220 Volt, haben wir alles hier drin. Kleines Schränkchen haben wir noch da. Und natürlich eine Menge Stauraum noch unterhalb des Bettes. Gehen wir ins zweite Schlafzimmer. Der für mich eigentlich schönere Schlafplatz, Ralf, ganz ehrlich, ist für mich diese Achterkabine. Wirklich? Ja, das ist so muckelig hier. Ja, okay, das stimmt. Aber schöner weiß ich nicht. Also ich meine, gut, wir sind uns einig. Ich nehme den Platz vorne auf dem Sonnendeck, du steuerst die große Kabine und du schläfst halt hier. Ist doch super, machen wir das so. Ja, okay. Dann brauchen wir nur noch eine neue Bestellung auslösen. Ja. Ja. Also das ist hier drin überhaupt nicht beengt. Das ist ein riesengroßes Bett hier unten drin. Wir haben hier 1,70 Meter in der Breite. Ich habe jetzt leider keinen Zollstock dabei. Aber das ist hier Doppelbettbreite. Und in der Länge habe ich mehr als 2 Meter. Die Kopffreiheit ist völlig in Ordnung. Die Beinfreiheit im Sinne von, wenn ich die Knie aufstelle, ist super. Ich sage euch, wenn ihr Kids habt und die mit an Bord sind und das hier das Kinderschlafzimmer wird, ihr werdet die Kinder den ganzen Urlaub nicht sehen, weil es ist echt muckelig. Solange ihr Handyempfang ist wahrscheinlich. Ja, genau. Solange WLAN-Empfang drin ist. Sehr gut. Ja, warum kenne ich das irgendwo her? Wir haben natürlich 12-Volt-Anschluss hier drin. Wir haben eine schöne Beleuchtung. Ja. Kleine Schränkchen haben wir noch da, um ein paar Klamotten wegzupacken. Hier unter den Liegeflächen haben wir auch nochmal Verstaumöglichkeiten. Ein echt schöner Raum. Super. Also für 4 Personen locker das Ding hier, ne? Ja, super. Das Ding. Los, raus jetzt. Ne, komm, draußen scheint die Sonne. Raus jetzt. Los jetzt, komm. Okay. Sonnendeck zeigen da hinten. Im Heck des Bootes habe ich natürlich nicht nur diese erstklassigen Motoren von Mercury, sondern wir haben jetzt hinten noch die erweiterten Badeplattformen, wo ich jetzt draufstehe. Unter mir ist dann noch die Badeleiter versteckt.
Schöne große Klampen haben wir hier, Tankeinfüllstutzen. Frischwasseraufnahme ist auf der Backbordseite. Diese ganze Sitzbank und Liegefläche kann ich auch weiter nach vorne schieben. Dazu müsste ich allerdings ein Füllteil rausnehmen und dann kann ich die Rücksitzlehne auch umklappen und habe eine große Liegefläche. Dann noch erweitert auch um den Tisch, den man auch versenken kann. Also wir haben hier riesen viele Möglichkeiten, entweder eine schöne Sitzgelegenheit von zu machen oder aber eine große Liegefläche. Borddusche darf natürlich nicht fehlen. Citywasseranschluss. So, dann haben wir im Bereich des Einstieges noch hier unsere Klappe mit dem Hauptschalter. Ankerwinch-Hauptschalter haben wir noch hier drin. Wir haben die, ja, ich nenne es mal Häcksler, um alles, was im CWC, im Fäkaltank drin ist, eben zu verklappen. Das habe ich dann noch hier mit einer Füllstandsanzeige. Alles schön sauber untergebracht. Als Bodenbelag haben wir bei diesem Boot unseren Flexiteak-Belag, der aufs Robusteste ist, also der hält alles aus. Alles, also wirklich ist alles. Wirklich, der hält alles aus und lässt sich wunderbar reinigen. Auch grobe Verschmutzungen kriegen wir wunderbar wieder runter. Toller Belag, sieht auch sehr maritim aus. Gefällt mir hier draußen. Dann haben wir hier die Sitzbank aufgebaut. 6 Kumpels können wir mitnehmen. Super schwierige Lichtverhältnisse hier wieder. Du. Natürlich kann man auch nicht nur Kumpels mitnehmen, sondern natürlich auch unsere Partner. Und die Schwiegermutter hatten wir ja auch schon mal. Ja, kann man auch mitnehmen. Genau. Also eine große Liegefläche lässt sich hier noch machen, wenn wir den Tisch versenken. Wir haben hier 4 Aufnahmen für den Tisch mit Blindstopfen versehen, dass man nicht reintritt. Ne? Dann haben wir eine riesengroße Bodenluke noch hier drunter. Die zeigen wir gleich separat nochmal. Ja. Aber die haben wir gerade vollgerümpelt, Mann. Können wir trotzdem zeigen, wie voll wir sie gerümpelt haben. Ja, die geht wirklich tief runter. Ne? Ich sage ja, da kann man drin wohnen. Ja, und bei schönem Wetter haben wir jetzt hier das Sonnensegel aufgespannt. Würde ich eigentlich immer aufgespannt lassen. Das sieht einfach in der Gesamtheit toll aus. Spendet ein bisschen Schatten. Und, das werden wir euch gleich zeigen, es gibt natürlich noch ein Camper-Verdeck für dieses Boot. Das heißt also, wir können mit 3 Seitenteilen alles verschließen. Ja, und das machen wir jetzt auch, wenn es zum Wetter nicht passt. Zählen wir bis 3 und dann haben wir es verschlossen. 1, 2. Ja, das könnte ja so passen. Ich gehe raus, glaube ich. Also weil Ralf so ewig gebraucht hat, bis er mal seinen Seitenteil eingehängt hat, werden es hier mittlerweile 50 Grad drin.
Drei Seitenteile, jedes lässt sich einzeln hochrollen, mit schönen Bändern fixieren. Wir haben natürlich einen Ausstieg hier für die Tür. Was denn? Funktionell. Ja, so. So, pass auf, komm, die können wir wegmachen. Fuddeln sie auch nicht am Kopf rum. Und wir haben einen wunderbaren Wetterschutz. Fuddeln ist natürlich auch ein schönes. Fuddeln. Fuddeln, ja. Fuddeln einmal am Kopf rum. Ja, schönen Wetterschutz. Das Boot ist safe. Gegen Witterung, gegen Möwen und alles, was sonst noch rumfliegt. Ja, ihr Lieben, ich glaube... Nee, Moment. Was denn? Naja, die Verabschiedung machen wir jetzt nicht hier unterm Camper vor dem. Ach so. Da gehen wir schön nochmal okay. raus. Alles klar, aber das schneidet weg, klar. Können wir es auch nochmal zeigen. Wollen wir nicht mal gucken. Okay. Ja, also auch bei schlechtem Wetter und auch wenn es mal kälter wird, dafür haben wir natürlich eine Standheizung eingebaut in dieses Boot, die optional zu bekommen ist. Damit lässt sich sowohl der Innenraum der Kabine und auch der äußere Bereich relativ gut beheizen. Wieso relativ? Naja, hier draußen ist natürlich die Dämmung nicht so gegeben wie in der Kabine. Aber es ist schon wirkungsvoll. Ich erinnere mich mal zurück in den, ich glaube, Dezember, Januar, wo wir das gefilmt haben. Das wird gerade echt warm hier drin. Ja. Jedenfalls, das war auch unterm Camperverdeck wirklich kuschelig. Das heizt sich brutal schnell auf. Wirklich. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir anfangen zu schmelzen, wenn wir jetzt länger brauchen hier drin. Deshalb gehen wir jetzt raus. Genau. Und verabschieden uns von euch. So machen wir es. Das war unser Video von der 905 Weekend von Quicksilver. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar Infos daraus mitnehmen. Mehr Infos dazu gibt es natürlich bei uns, ist klar, im Sportprozent Hannover. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, den Daumen zu klicken und so weiter. Die Glocke einzuschalten. Die Glocke, ganz wichtig. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Kalle und euer Ralf. Auf Wiedersehen.